Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Outriders und dem neuen Add-on Wordslayer, was ja bereits nächste Woche erscheint. Und was im Spiel neu ist, habe ich euch alles schon erzählt im letzten Video. Ich hoffe auf alle Fälle, dass ihr da mal reingeschaut habt. Ansonsten vielleicht jetzt ein guter Augenblick, das Ganze zu machen. Wir gucken heute auf das Endgame oder besser gesagt auf das zusätzliche zweite Endgame. Denn die Expeditionen sind genauso weiter vorhanden, wie es sie vorher gab. Das alte Endgame, sage ich mal in Anführungsstrichen, und das neue Endgame oder zusätzliche Endgame sind jetzt die Trials of Thayagrathar. Und das ist sehr interessant, ist wirklich sehr interessant und es war genau, glaube ich, die richtige Erweiterung, die Outriders braucht. Die Expeditionen waren nett, aber sie haben dann doch relativ schnell Langeweile ja, aufkommen lassen und auch generell zum Anfang gab es einen Timer, der wurde dann im späteren Verlauf entfernt, weil den Leuten das mit dem Timer dann doch nicht so zugesagt hat und dementsprechend ist es ganz genauso auch bei den Trials of Thayagrathar so, dass ihr keinen Timer habt. Schon mal ganz, ganz wichtig, ihr könnt das Ganze genauso langsam und gemütlich oder genauso schnell angehen, genauso wie es euch beliebt. Das nächste, was auch ganz wichtig ist, ihr könnt das Ganze natürlich auch solo machen. Nur solo ist es natürlich auch härter, auch das ist ganz klar. Und es ist weiterhin so, wenn ihr halt, ja, es geschafft habt, wenn ihr durch seid, könnt ihr direkt wieder rein neu starten. Die Belohnungen werden alle zurückgesetzt. Oder aber, wenn ihr zu oft gestorben seid, dann geht es für euch ebenso zurück zum Anfang. Hier hatte ich normalerweise irgendwo bei irgendeiner Quelle gefunden. Ich würde es jetzt wahrscheinlich gerne einblenden, wenn ich noch wüsste, wo irgendwo genau war. Weiß ich aber nicht mehr. Da hieß es, dass man eventuell leicht gestärkt auftaucht, wenn man zu oft gestorben ist, dass einem das Spiel da so ein bisschen unter die Arme greifen würde. Habe ich aber in den offiziellen Mitteilungen vom Entwickler People Can Fly nichts finden können und auch im Broadcast, den sie ja regelmäßig bringen, um halt ihr Spiel vorzustellen, was neu ist und so weiter, war davon nicht zu hören. Deswegen lassen wir das einfach mal weg und sagen, wenn ihr zu oft gestorben seid, fangt ihr wieder vorne an und müsst euren Weg gehen. Was sind die Trials überhaupt? Was sind denn überhaupt die Trials? Die Trials ist ein komplett neues Gebiet und auch ein zufällig generiertes Gebiet. Das bedeutet, wir haben Tag- und Nachtwechsel, wir haben unterschiedliche Wetter und wir haben auch unterschiedliche Gegnertypen. Das bedeutet also, wenn ihr jetzt in irgendeine gewisse Zone hineingeht, euch für einen Weg entscheidet, ihr könnt mehrere Wege wählen, dann müssen dort nicht die gleichen Gegner auf euch warten wie beim letzten Mal. Und das ist ja vielleicht auch recht angenehm, wenn man halt dann gescheitert ist, dass man beim nächsten Mal einen anderen Gegnertyp hat und den eventuell besser beherrschen kann. Das muss man ja auch auf alle Fälle sehen. Auch sind die Trials narrativ verbunden mit der Hauptkampagne, also mit der Wordslayer-Kampagne. Dort gibt es deswegen noch keinerlei Infos, da das Ganze, wie gesagt, ein wenig mit der Geschichte der Kampagne auf alle Fälle zusammenhängen soll. Wie habt ihr euch die Trials vorzustellen? Ihr könnt Wege wählen. Ihr habt immer wieder die Möglichkeit, euren eigenen Weg zu wählen. Die Bosse müsst ihr besiegen, um weiter vordringen zu können. Also die Bosse sind nicht optional, sondern die Bosse müssen gemacht werden, damit ihr weiter in den Trials vordringen könnt. Ihr könnt aber an sogenannten Crossroads, also an Kreuzungen, immer wieder auch abbiegen zu Schatzhorten, Schatzfunden, Truths momentan, der englische Name dahinter. Dort könnt ihr gezielt nach Equipment farmen. Es gibt ja das neue Apocalypse Gear, was sehr, sehr mächtig ist mit dem dritten Mod-Slot. Und jetzt möchtet ihr eure Rüstung ja vervollständigen, euch fehlt noch ein gewisses Item oder aber ihr möchtet ein anderes Perk haben, dann könnt ihr gezielt dort farmen. Das ist ja ganz, ganz notwendig gewesen, aufgrund dessen, wie, finde ich, das Spiel aufgebaut ist, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich gezielt zu sagen, hey, ich brauche unbedingt diesen Helm. Dann könnt ihr diese Schatzhorte, diese Schatzfunde aufsuchen, um dort gezielt zu farmen. Denn jeder Ort hat sein ja, damit verbundenes Equipment, wie zum Beispiel dort gibt es Helme, da gibt es Handschuhe, da gibt es dann Hosen und so weiter und so fort. Dort habt ihr dann die Gewissheit, auf alle Fälle einen Helm zu bekommen. Ist es ja richtig, ist eine andere Frage, aber ihr wisst genau, für einen Helm gehe ich dahin. Und das ist schon mal wirklich richtig, richtig gut. Und es soll auch richtig, richtig hart werden, denn große Herausforderungen beinhalten halt auch große Belohnungen. Das hat sich People Can Fly schon lange auf die Fahne geschrieben und so soll das auch hier sein. Und das hört sich für mich genau richtig an. Das hört sich für mich wirklich genau richtig an. Und es gibt in diesen neuen Gebieten dann natürlich auch neue Gegnertypen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da haben sie unter anderem vorgestellt, das Shadow Beast. Ein relativ
bösartiger Gegner, wir sehen ihn im Hintergrund, der sich nämlich stelzen kann. Den müsst ihr dann halt mit Umgebungsschäden entweder sichtbar machen oder halt, ja, er erkennt ihn halt, weil er irgendwo über irgendeinen Baumstamm rüberspringt oder so und dann erkennt man, ah, da ist ein Shadow Beast unterwegs. Und wenn euch das, ja, mal eben in den Popo beißt, ist das auch relativ unangenehm, denn dieses hat zum Beispiel die Möglichkeit, Silence auf euch zu legen. Das bedeutet, dass eure Fähigkeiten zum Einsatz einen Cooldown bekommen und ihr dann erstmal ja rein auf eure Waffengewalt angewiesen seid, da ihr halt eure Fähigkeiten für einen gewissen Zeitraum nicht nutzen könnt. Hört sich interessant an, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das Schöne ist, wie gesagt, dass wir auch halt diesen kompletten ja, Random-Wechsel haben. Welche Gegnertypen gibt es? Ist es Tag? Ist es Nacht? Und die Bosse natürlich, die euch im Weg stehen, um tiefer herabzudringen. Ihr habt auch natürlich einen sogenannten Hub, wo ihr hineinstartet in die Twilights und in diesem Hub eure Basis. Dort habt ihr alles zur Verfügung, was ihr braucht, um in das Spiel einzusteigen. Ihr könnt in die alten Expeditionen hineinwechseln. Ihr habt dort Händler, ihr könnt dort craften, ihr könnt dort die Schnellreise nutzen, ihr könnt Charakteranpassungen nutzen, ihr könnt auf eure Bank zugreifen. All das ist an dieser Stelle möglich und ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, ob sie das Endgame damit wirklich nochmal massiv aufgepimpt haben. Wie gesagt, die Expeditionen haben ein bisschen Langeweile aufkommen lassen. Ich empfehle euch vielleicht trotzdem jetzt nochmal in die Expeditionen hineinzuschauen. Wenn ihr das Hauptspiel bereits habt, dann könnt ihr nämlich dort schon mal genug Material farmen, um euer bisheriges Equip eventuell aufzuleveln und damit dann vielleicht größere Chancen in den Twilight zu haben. Für die Leute, die sowieso am PC zocken, auf Steam ist es dieses Wochenende sogar gratis spielbar. Da kann man sich dann halt auch schon mal einen kleinen Vorteil holen, wenn es dann nächste Woche losgeht mit dem World Slayer Event. Ich bin sehr, sehr gespannt, was People Can Fly dort gebastelt hat. Das Spiel selber, ich habe es im letzten Video gesagt, hat wirklich Potenzial. Es hat wirklich Potenzial. Und vielleicht krempeln sie es jetzt nochmal wirklich richtig super Sahne um. Ich weiß es nicht. Ich persönlich bin ein bisschen gehypt drauf, muss ich ganz offen sagen. Ich probiere eigentlich ja meine Erwartungen eigentlich immer weiter nach unten zu orientieren. Dann wird man nicht so enttäuscht. Aber hier habe ich relativ große Erwartungen an das neue Endgame, an das Apocalypse Gear, an die Möglichkeit, halt auch die Kampagne nochmal neu zu erleben mit dem neuen Schwierigkeitsgrad und mit dem neuen Equipment. Ich bin also wahnsinnig gespannt drauf. Eure Meinung schreibt sie mir wahnsinnig gerne unten rein natürlich. Würde mich sehr interessieren. Freut ihr euch drauf? Kriegt ihr auch schon so langsam so einen leichten Hype? Ich habe ja auch im letzten Video schon einiges gelesen von Leuten, die gesagt haben, ach nee, das war so gar nicht meins. Oder halt, nee, es waren einfach zu viele Bugs. Ich habe es beiseite gelegt. Ich denke, wie gesagt, momentan eine relativ spielarme Zeit. Da kann man da, glaube ich, der Sache nochmal eine Chance geben. Und ja, ich hoffe, man sieht sich eventuell auf Enoch. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.